Liebe Gäste, herzlich willkommen zur diesjährigen Ausgabe Klänge der Region. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Natürlich die Hauptperson, die Musikschülerinnen und Musikschüler hier aus der Region, aber auch alle Familienangehörigen, die Eltern, die Geschwister, die Großeltern oder einfach Menschen, die Freude an schöner Musik haben. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Klänge der Region, leider in dem Jahr auch wieder online, aber daran haben wir uns ja schon gewöhnt und wir haben ja gespürt, dass es auch online gut funktionieren kann. Ich möchte zunächst allen Musikschülerinnen und Musikschülern ganz herzlich danken. Es ist richtig toll, dass ihr mit dabei geblieben seid, dass ihr geprobt habt, geübt habt, trotz der nicht einfachen Rahmenbedingungen. Wenn man so allein ist, ist er nicht immer ganz so leicht. Umso mehr freuen wir uns jetzt heute Abend, euch spielen zu hören, was das ja überein geübt worden ist, geprobt worden ist. Und ich bin mir sicher, wir werden ganz tolle Dinge hören. Herzliches Dankeschön natürlich auch an alle Dozentinnen und Dozenten, an alle Lehrerinnen und Lehrer, die auch mit dabei geblieben sind. Und das Schöne an Klänge der Region ist ja, dass es auch noch einem guten Zweck zugute kommt. Sie wissen, es ist die Leseaktion der Badischen Zeitung und die Badische Zeitung sorgt dann auch dafür, dass das Geld wirklich bei Menschen in der Region ankommt, die bedürftig sind, und Sie können sicher sein, Ihr Geld ist gut aufgehoben. Deswegen, auch wenn Sie heute Abend vor dem Bildschirm sind, öffnen Sie gerne Ihr virtuelles Portemonnaie, spenden Sie, die Möglichkeiten werden ja noch bekannt gegeben. Ja, an dieser Stelle, jetzt würde ich sagen, geht es dann auch gleich los. Machen Sie es sich bequem. Man darf ja vielleicht zu Hause ausnahmsweise mal Chips oder Popcorn oder sonst irgendwas mit dazu haben. Man stört da niemand. Ich freue mich mit Ihnen jetzt auf einen wunderschönen Abend. Klänge der Region, herzlich willkommen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schüler. Mein Name ist Christoph August. Ich bin der Leiter der Städtischen Musikschule Lörrach. Wir unterrichten mit 40 Lehrern fast 2000 Schüler hier in unserer Hauptstelle, in der Luisenstraße, in der Außenstelle, in der Hebelschule sowie in vielen Kitas und Schulen im ganzen Stadtgebiet. Wir präsentieren Ihnen heute ein Trio aus unserer Auswahlklasse, bestehend aus Charlotte Löbbe, Violine, Klasse Martin Krug, Anton Neumann, Querflöte, Klasse Gabi Rekas und Josua Geier, Klavier, Klasse Simon Rekas. Die drei spielen die ersten drei Sätze aus 5 Duos für Flöte und Violine mit Klavier, Opus 56 von César Cui. Viel Freude! Thank you.
geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Konzertbesucher. In den letzten beiden Jahren haben die Menschen weltweit sehr viel Not gelitten, auch hierzulande, denn die Pandemie macht nicht an Grenzen Halt. In der aktuellen Phase müssen wir leider wieder feststellen, dass es ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen ist und es macht uns deutlich, was wir brauchen. Solidarität. Solidarität untereinander beim Einhalten der Schutzmaßnahmen, bei der Unterstützung des Nachbarns und vor allen Dingen auch im gegenseitigen Verständnis. Solidarität heute können wir sehr leicht zeigen, nämlich indem wir einfach zuhören und genießen. Dieses Angebot sollten wir wahrnehmen. Denn mit dem Konzert Klänge der Region tragen Sie zur Unterstützung der Aktion Hilfe zum Helfen der Badischen Zeitung bei. Dabei werden soziale Einrichtungen sowie Menschen und Familien, die hier in der Region wohnen, unterstützt. Heute können wir also mal das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir kommen in den Genuss exzellenter musikalischer Beiträge der regionalen Musikschulen und es entsteht daraus Unterstützung für die Menschen hier im Landkreis und der Region. Kurz gesagt, Musik von hier für die Menschen von hier. Das ist praktische Solidarität, für die ich mich bei Ihnen, den Musizierenden der Badischen Zeitung und den Organisatoren, allen voran Christoph August, sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Uns allen wünsche ich viel Vergnügen bei den heutigen Klängen der Region. Alles Gute. Herzlich willkommen. Mein Gruß kommt aus der Musikschule in Rheinfelden. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute Abend die Band Lele Fee ankündigen darf. Es spielen die Lea Anhorn und Leni Strübe, beide Gitarre und Gesang, sowie Felix Rutschenreuter an der E-Gitarre. Alle drei sind aus der Gitarrenklasse und auch betreut von Christian Dietkron. Zu hören sein wird gleich She Moves on Her Own Way von The Kooks und als zweiter Song Wild World von Cat Stevens. Viel Spaß! Dreams are
Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Fabian Grabert, ich bin der Schulleiter der Musikschule Markgräflerland. Die Musikschule Markgräflerland ist in zwei verschiedenen Landkreisen, in Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald, in über 14 Gemeinden tätig. Wir bilden momentan 2500 Schülerinnen und Schüler von der Grunderziehung und den Kindergärten bis zu den Spitzenförderungen aus. Die beiden Schwestern Philomène und Phénicia Ribaud aus Eimeldingen präsentieren Ihnen von Claude Debussy Au clair de la lune, gespielt am Klavier aus der Klasse von Joanna Rabizko und dazu getanzt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Also am Anfang geht der Mond auf.
eine Idee. Herr Hilbert, Sie sind sozusagen Sprecher der Musikschulen hier an der Hochrhein-Südschwarzwald-Schiene. Und wir haben in diesem Jahr ja die besondere Situation, dass wir als Ersatz für die etablierte Nacht der Klänge im Lörracher Burghof jetzt ein Regio-Auswahlkonzert unter dem Titel Klänge der Region etablieren wollten. Und jetzt ist es nun so, dass halt aufgrund der Corona-Lage wir auch das absagen mussten. Und jetzt haben wir ja viele Beiträge, die ins Netz gestellt werden. Und ist es so, dass damit irgendwie auch ein Querschnitt der Musikschularbeit im Südschwarzwald sich vermittelt? Ja, wir werden sicher einen breiten Querschnitt sehen über das, was an den Musikschulen gemacht wird. Es ist natürlich etwas anderes, ob man jetzt ein vorbereitetes Konzertprogramm spielt oder ob man eine Videoproduktion ins Netz stellt. Klar, auch eine andere Atmosphäre, aber ich denke, es gibt durchaus einen breiten Eindruck von dem, was die Musikschulen leisten können und was sie auch tun in der Gesellschaft. Ja, also ich denke, auch in dieser virtuellen Form wird deutlich, dass Musikschulen mittlerweile ein sehr breites Spektrum anbieten. Ist das auch Ihr Eindruck? Ja, also wenn ich sehe, was die Musikschulen in ihrem Angebot im Portfolio haben, ich glaube, es gibt keine andere Institution, die Angebote macht für die Allerkleinsten direkt nach der Geburt bis hin zu den Allerältesten. Ich habe jedenfalls keine gefunden bisher, die das macht. Also wir bieten Mutter-Kind-Kurse mit den Ein- bis Zweijährigen genauso an wie Früherziehung, Instrumentalunterricht, Instrumentalunterricht für Erwachsene, Kurse für Erwachsene, Zusammenarbeit mit Volkshochschulen bis hin zu der Arbeit in den Senioreneinrichtungen. Es gibt alles. Ja. Musik ist für jedes Lebensalter da. Und diese Breite und diese Flexibilität, was die Musikschulen damit ja auch unter Beweis stellen, ist ja schon beeindruckend. Aber manchmal könnte man sich ja auch fragen, ob da nicht die gute alte Klassik ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ach, wenn Sie mal in das Programm reingucken, werden Sie nicht nur Klassik hören. Das hat sich gründlich geändert. Natürlich ist Klassik nach wie vor ein wichtiges Standbein. Das gehört dazu. Man erlernt hier auch die Basis in vielen Instrumenten. Aber es gibt genauso an allen Musikschulen inzwischen ausgebaute Bereiche mit Popmusik oder Rockmusik oder Big Band oder was weiß ich. Das gibt es alles an den Musikschulen, ganz breit. Ja. Sie treffen sich ja regelmäßig im Kreise der Musikschulleiter und Leiterinnen am Hochrhein und im Südschwarzwald. Was sind da so Ihre wichtigen Themen?
Na gut, wir vertreten natürlich unsere Interessen im Landesverband der Musikschulen. Das heißt, wir besprechen da, was anliegt und vertreten das nach oben. Genauso kommen die Inputs von oben nach unten. Wir organisieren gemeinsam Fortbildungen für unsere Lehrkräfte. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wir beraten uns zum Beispiel auch, wenn es um Personalakquise geht. Es gibt durchaus Lehrkräfte, die an vielen benachbarten Musikschulen unterrichten. Auch da ist eine gewisse Abstimmung da, damit wir überhaupt qualifiziertes Personal in Mangelfächern jetzt in diese Randlage, in der wir doch leben, bekommen können. Die Musikschule Lörrach ist schon seit, glaube ich, an die 20 Jahre Partner von der BZ-Hilfsaktion Hilfe zum Helfen. Und wir haben da immer diese Nacht der Klänge, wo auf wunderbare Weise das Zusammenkommen im festlichen Burghof und im familiären Rahmen dann im Grunde genommen parallel läuft zu dem Gefühl der Solidarität und der Gemeinschaft, was dann eben diese Hilfsaktion ausmacht. Jetzt muss das Ganze irgendwie so im virtuellen Raum stattfinden. Aber glauben Sie denn, dass das auch bei so einer Produktion dann das Gemeinschaftsgefühl, was er dem Musizieren ja auch immer irgendwie innewohnt, dass das sich auch vermitteln lässt? Ich denke, wir haben im Programm viele Ensembles, die spielen. Wir haben jetzt einen Beitrag eingereicht, in dem über 40 Schüler mitmachen. Das ist auch eine Gemeinschaftsaktion. Sie werden sehen, dass die eine Menge Spaß dran hatten, hier mitzuspielen. Natürlich ist es schöner, wenn sich auch die Schüler aus den unterschiedlichen Musikschulen begegnen und diese Dimension auch noch dazu kommt, wie in den normalen Zeiten. Das können wir jetzt halt leider nicht machen. Die sehen sich halt nur auf dem Bildschirm. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren wieder anders möglich ist. Das ist natürlich ein wichtiges Element. Ja. Also dann bleibt mir nur noch aus Sicht von Hilfe zum Helfen für die Unterstützung seitens der Musikschulen zu danken. Und ich denke, das ist immer ein sinnstiftendes Element gewesen, diese Nacht der Klänge im Burghof. Und ich glaube, auch die Klänge der Region wäre ein sinnstiftendes Element gewesen, wenn wir es hätten in der geplanten Form durchführen können. Und jetzt bin ich umso dankbarer, dass mit Ihrer Hilfe und mit der Hilfe Ihrer Kollegen und Kolleginnen das dann halt jetzt in einer Netzversion stattfindet. Also in dem Sinne herzlichen Dank, Herr Hilbert, stellvertretend für die Musikschulen im Landkreis Lörrach, im Landkreis Waldshut und ich glaube auch noch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind Sie zum Teil noch mit Mülheim vertreten. Ja, wir danken auch und wir freuen uns, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir wenigstens in dem Netz was machen können. Denn es ist ja doch wichtig, dass wir auch unseren Schülern einfach Ziele bieten, auf die sie hinarbeiten können. Und wenn es jetzt in diesem Maße nur so möglich ist, dann ist es halt im Moment nur so möglich. Das ist besser, als wenn man keine Ziele hat. In diesem Sinne wünschen wir den hoffentlich vielen Zuschauern viel Vergnügen bei der Veranstaltung Klänge der Region im Netz. Herzlichen Dank, Herr Hilbert. Kann ich mich noch anschließen? Besten Dank. Ich begrüße alle Zuhörer herzlich. Mein Name ist Karl Gehweiler. Ich bin der Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein. Wir unterrichten auf allen Instrumenten ca. 1800 Schüler mit 36 Lehrkräften. Im folgenden Beitrag spielt das CCO. Dies ist die Abkürzung des City Connect Orchestras, also des gemeinsamen Orchesters der beiden städtischen Musikschulen Lörrach und Weil am Rhein. Unter der Leitung von Walter Kösters bieten die jungen Musiker das Konzert in E-Moll für Querflöte, Violine, Oboe, obligates Fagott und Basso Continuo von Joseph Baudin de Boismortier. Die Satzfolgen sind Allegro, Adagio, Allegro. Das zweite Stück ist die Pastorale aus der Weihnachtsmusik Concerto Grosso Nummer 8 von Arcangelo Corelli in der Bearbeitung von Arnold Schering. Ich wünsche viel Vergnügen.
Thank you.
aus der Region für die Region und das völlig unbürokratisch. Das sind die Kennzeichen der BZ-Weihnachtsaktion Hilfe zum Helfen. Im Mittelpunkt steht die Hilfe bei materieller Not und bei all den Fällen, in denen es darum geht, dass Menschen auf eigenen Beinen stehen können, ein selbstverwaltetes, ein selbstgestaltetes Leben führen können. Also Teilhabe ist ein wichtiges Stichwort. Wir werden dabei unterstützt und beraten von sozusagen allen karitativen Einrichtungen im Kreis Lörrach, auch vom Sozialamt des Landkreises Lörrach. Und so können wir garantieren, dass die Hilfen immer genau dort ankommen, wo sie tatsächlich auch gebraucht werden. In der Regel bedenken wir mit unseren Einnahmen, im vergangenen Jahr waren es 230.000 Euro, eigentlich alle karitativen Verbände im Kreis Lörrach und wir unterstützen jedes Jahr mehrere hundert Einzelfälle. Das geschieht in Form von Zuwendungen vor Weihnachten, aber auch das Jahr über sind wir immer bereit, wenn es darum geht, in besonderen Lebenssituationen Menschen unbürokratisch und direkt zu helfen. Unterstützen auch Sie die BZ-Weihnachtsaktion Hilfe zum Helfen mit Ihrer Spende. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Manuel Wagner und ich bin Leiter der Musikschule Bad Säckingen. Wir sind eine Zweckverbandsmusikschule und unterrichten in 6 Gemeinden und Städten rund um Bad Säckingen. Wir sind 40 Lehrkräfte und unterrichten bis zu 1200 Schüler. Für das heutige Konzert haben wir einen Solobeitrag für Sie. Unsere Lea Hörn spielt und performt für Sie einen Popsong von Olivia Rodrigo, Driver's License. Sie singt und begleitet sich selbst dabei am Flügel. Wir wünschen viel Spaß. Like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive on to your house. But today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? You said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you. But I kind of feel sorry for them, they'll never know you the way that I do. Today I drove to the suburbs, I pictured you driving next to me. I know I'm
Im folgenden Beitrag hören Sie Emma Gadesmann, Fagott, zusammen mit Radion Burt, Klavier. Die beiden spielen aus dem Konzert in C-Dur für Fagott und Orchester von Johann Baptist van Hall den ersten Satz Allegro Moderato. Emma Gadesmann ist Schülerin von Eckhard Lenzing, der an der Weiler Musikschule die Fagottklasse führt. Auch hat Emma beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen hervorragenden zweiten Preis belegt. Wir sind stolz auf Sie. Viel Vergnügen. Thank you.
und Herren, liebe Schüler, liebe Eltern, mein Name ist Ingo Ganter, ich bin der Musikschulleiter des Zweckverbandes Musikschule Mittleres Wiesental. Wir unterrichten mit 26 Lehrkräften etwa 600 Schüler. In Schopfheim, Steinen, Maulburg und Hausen unterrichten wir in Kindergärten, Schulen und Kulturfabrik. Es spielt für Sie das Tepui-Ensemble in neuer Besetzung. Aus unserem Sommerkonzert in der Evangelischen Kirche Maulburg hören Sie El Caravan von Simon Diaz und Aquel Soliano von Renato Aguirre. Es spielen Emma Künzel und Lynn Feiertag Violine, Matthias Hirtler Viola, Carmen Lobo Ruiz Cello, Biane Seitensteger Kontrabass und Raphael Lobo Quattro und Ensembleleitung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, mein Name ist Sigrid Asal und ich bin die Leiterin der Musikschule Oberes Wiesental. Unsere Musikschule ist die kleinste Musikschule der Region mit ca. 200 Schülern und 13 Lehrkräften. Träger der Musikschule Oberes Wiesental ist die Stadt Todtnau und weitere Mitgliedsgemeinden sind Schönau im Schwarzwald, Wembach und Utzenfeld. Sie hören heute von der Musikschule Oberes Wiesental einen Beitrag aus der Akkordeonklasse von Milan Milojevic. Es spielt für Sie Natalie Antoninova einen Tango von Astor Piazzolla, S'il vous plaît. Hierzu wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Die Südschwarzwald hat 55 Lehrkräfte und versorgt 20 meist kleinere Gemeinden im Landkreis Waldshut mit Musik fürs Leben. Besonders wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit mit Musikvereinen, Chören und Schulen vor Ort. Die 40 Drummer und die Lehrerband, die Sie gleich hören werden, bringen unsere Gefühle nach dem Frühjahrslockdown perfekt zum Ausdruck. Show must go on. I guess we know the score.
meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun langsam zum Ende unserer diesjährigen Online-Gala. Wir bedanken uns bei allen, die mitgewirkt haben, und vergessen Sie nicht, spenden Sie an die Weihnachtswunschaktion der Badischen Zeitung. Sie sehen hier die IBAN-Nummer, finden Sie aber auch im Begleittext. Und wie bei vielen vergangenen Nächten der Klänge begleitet sie die Big Band hinaus. Zunächst mit einem Stück der WDR Big Band White Dressed Rabbits und dann schicken wir sie mit Enter Sandman von Metallica rockig in die Nacht.